Wir leben in der Kultur der Digitalität. Wir sind alle online, wir kaufen ein online, wir buchen unsere Reisen online. Und deswegen stelle ich mir auch immer die Frage, warum Schule nicht in der Digitalität angekommen ist. Warum wir das Lehren und Lernen nicht an diese veränderte gesellschaftliche Wandel angepasst haben. Also Digitalität ist immer nur sekundär, ein Mittel zum Zweck, um sich einfach mehr mit den Kindern beschäftigen zu können. Und wenn ich dann keine Klassenlisten mehr kontrollieren muss, weil das über eine Registrierung in der Lernplattform geht, dann ist jedem klar, oh, da hat der Lehrer jetzt ganz viel Aufwand gespart. Ah, er hat mehr Zeit für die Lerner. Okay, schönen guten Morgen. Ihr seht, das Board ist aktualisiert worden und wir haben auch Vorstand und Aufsichtsrat zu Besuch. Das passt ganz gut. Es gab ja noch ein paar Sachen, die zu verbessern gewesen waren. Ohne das Digitale würde halt bei uns vieles nicht laufen. Unsere Kommunikation, die jetzt so relativ einfach ist, weil wir uns halt Nachrichten schreiben können, einfache Dinge hin und her schicken können, das würde alles so nicht laufen. Dass die Lernersprecher bei uns heute, wenn sie Lust haben, alle 350 erreichen und die um ihre Meinung fragen können mit einer kurzen Umfrage, dass unser Koch mal fragt, wie war denn die Suppe am Dienstag? Und sagt, hier, so und so, ich habe mal eine Frage, weiß jemand, ne? So. Und dann geht's bling bling und drei Leute sagen, ja, weiß ich, da und da. Das sind einfach Dinge, die wären auf direkter Ebene gar nicht möglich, ermöglichen dann aber wieder menschliche Verbesserungen und Begegnungen. Also mussten wir dafür sorgen, dass das jederzeit zuverlässig nutzbar ist. Das ist gar nicht so einfach, denn in den meisten Schulen ist der Lehrer auch noch der Admin. Und diese Doppelbelastung von Lehrkräften in einem Veränderungsprozess darf nicht im Vordergrund stehen. Wir müssen sicherstellen, dass Lehrkräfte spielen. Wir müssen sicher, dass Lehrkräfte Lust haben, diese neue Wege zu gehen, ohne dass sie doppelt belastet wird. Also kann man auch klein anfangen. Wir müssen aber das Zielbild nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen einfach mal davon weg, dass die Lehrerwochenstunde irgendwie automatisch bezahlt ist. Nee, ist sie nicht. Wenn der Kollege sich um Admin kümmert, dann kann er sich nicht um Kinder kümmern. Und uns müsste allen klar sein, was da das Wichtigere ist. Sich einen externen Partner suchen, der das gelernt hat, das ist unterm Strich billiger. Erstmal ist schon ein Besonderes, dass wir das Wahlpflichtfach Wirtschaft haben, Klasse 8 und 9. Klasse 8 ist halt die Theorie, also die Basics, wie funktioniert die Wirtschaft, Wirtschaftskreislauf, all sowas. Aber natürlich auch gegen Ende des Jahres schon kritisches Überlegen, Wirtschaft mit Wachstum, muss das so sein? Und da ist natürlich naheliegend, auch eine Schülergenossenschaft gründen zu wollen. So, wie sieht's aus im Lager? Sagen, ach so, okay, oh ja. Gerade am Anfang der 9. Klasse sind sie erstmal natürlich teilweise ein Stück weit vielleicht sogar überfordert. Was, es ist unsere Firma und wir sollen das jetzt hier alles machen. Es ist schon ein sehr großer Mehrwert, dass wir halt einfach praktisch unterwegs sind, weil wir können selber erfahren, wie Unternehmen funktioniert. Ohne die praktischen Erfahrungen wären wir wahrscheinlich nicht zu den Ämtern gekommen oder hätten uns auf diese beworben. Besonders auch die arbeitsbegleitenden Vorlesungen der ADG Business School, die wir erhalten in der 9. Klasse, sind schon sehr prägend. Besonders Zeitmanagement, Informationen dazu. Das ist halt eben Vorlesung wie an der Universität und das hilft einem für die Arbeit in der 9. Klasse, für die Arbeit dann später im Vorstand und Aufsichtsrat und definitiv auch für den normalen Arbeitsalltag, Schulalltag und später Studienalltag. Es ist einfach richtig schön dann zu sehen, sowohl auch in dem 9. Schuljahr dann auch gegen Ende, welche Routine die entwickeln, wie die auch dann merken, okay, wir müssen uns doch so oder so organisieren, um effizient arbeiten zu können, sich Motivation auch verändern kann, wenn man auf einmal doch merkt, es macht doch Spaß, ist ja doch was anderes als Unterricht, dann auch Verantwortung zu übernehmen, das ein Stück weit zu seinem Projekt auch zu machen und dann auch manche Sachen einfach ganz selbstverständlich werden, dass man sich gegenseitig informiert, dass man im Team arbeitet, aufeinander Rücksicht nimmt. Man sieht, wie die einfach in ihre Rolle dann einfach reinwachsen mit der Zeit und dann ganz tolle Erfahrungen für später schon machen. Ja, und Mindesthaltbarkeitsdatum? Passt noch, oder? Der Automat ist gekoppelt mit einer digitalen Software, in die dann die Produkte eingegeben werden. Dann haben wir noch unsere vollkommen digitale Buchhaltung und das Kassensystem. Ja, wir haben natürlich nicht mehr den ganzen Juli, ne? Ach, habt ihr jetzt eine Excel gemacht, oder wie? Okay. In der Regel ist die Digitalität einfach eines von ganz vielen Dingen, die man tun kann, um eine Aufgabe zu erfüllen. Damit möchte ich auch denjenigen Mut machen, die immer noch Angst davor haben, dass die Einführung von digitalen Tools in Schule irgendwie so eine Kälte in die Schule einziehen lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Veränderung von Schule hin zu einem Lernort, in dem es primär nicht mehr nur um die Wissensvermittlung geht, sondern eben auch viel stärker um die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir lernen, also Kompetenzen, Sozialkompetenzen, Future Skills.
dann bedeutet das auch eine grundlegende Veränderung des Lernsettings. Und das bedeutet auch, dass sich das Berufsbild von Lehrkräften, von Lehrenden komplett verändern muss. Wir haben heute Lehrkräfte, die ausgebildet werden für bestimmte Fächer, eine hohe Fachkompetenz besitzen, eine hohe Fachdidaktik. Und in Zukunft brauchen wir Lehrkräfte, die in der Lage sind, vor allen Dingen auf die Beziehungsarbeit, auf den Lernprozess an sich zu gucken und ihn zu gestalten. Wir wollen eine Schule sein für alle Schülerinnen und Schüler, mit dem gemeinsamen Lernen im Mittelpunkt, also das heißt der inklusive Gedanke, da steht bei uns ganz weit oben. Und dass Kinder und Jugendliche hier nach ihren Begabungen und nach ihren Möglichkeiten gefördert und gefordert werden. Das sind so unsere Kernthemen. Und da haben wir uns dann alle möglichen Konzepte oder Projektideen darum ausgedacht. Dass sie wirklich auch ziemlichen Gestaltungsfreiraum haben, wie sie lernen, wie sie miteinander lernen und wie sie sich hier durch den Schultag bewegen. Ich unterrichte Englisch im Lernbüro und Gesellschaft als auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, was bei uns der Projekttag Global Goals. Nehmt euch euer Tablet und dann kommt in den Sitzkreis. Weil die SchülerInnen hier ja mit iPads lernen, sind wir dabei, das Konzept immer weiter fortzuentwickeln, dass das Digitale eher Mittel zum Zweck ist. Hier ist auch noch Platz. Wir haben jetzt im Jahrgang 8 Projektmanagement-Skills mit den Kindern erlernt. Also wir lernen auch immer von den SchülerInnen, ist ja klar. Und sie haben sich selber erarbeitet, was braucht es überhaupt alles, um irgendwie ein gutes Projekt sinnvoll durchzuführen. Ihr kennt ja das Spiel, ich würde euch bitten, eure Projektarbeit heute abzuschließen mit einem Tagebucheintrag. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wo ihr das findet, dann helfe ich euch gerne nochmal. Es steht aber auch hier vorne dran. Also dokumentiert bitte erst einmal, was hat dir gut gefallen und auch was war ein Stolperstein, also was war schwierig. Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und ein Projekttag Global Goals macht aus, dass die Schüler selbstständig entscheiden können, welches Thema, welchem Inhalt sie sich irgendwie annähern wollen. Und zweitens wäre super wichtig hervorzuheben, dass es halt um den Prozess geht und nicht um ein Produkt, was am Ende da steht. Wollt ihr die zählen, also die Antworten? Oder? Ja, genau, ja, wir Prozenten aufschreiben. Können wir das dann in digitales, die Antworten quasi als Prozentzahl umrechnen? Ja. Könnt ihr machen, ja. Also wir könnten halt die Umfrage in den Vertretungsplanraum stellen. Da könnten alle jetzt schon sozusagen drauf zugreifen. Es gab dann natürlich auch im Kollegium irgendwie die Sorge, boah, wird das dann überhaupt was? Ja, und es wird was, so, weil sie natürlich irgendwie intrinsisch motiviert sind und weil es eben nicht nur darum geht, sich irgendwie anhand von Noten zu messen, sondern weil es tatsächlich auch über den Inhalt, über das, was da irgendwie im Handeln erlebt wird, eine Wirkung erzielt und irgendwie selber halt etwas für sie bedeutet. Das Ziel, was wir uns für dieses Jahr ausgesucht haben, ist modernes Wohnen, also klimaneutrales Wohnen. Da haben wir uns ausgedacht, dass wir dazu als Veranschaulichung Minecraft benutzen, indem wir Sachen bauen und dazu dann halt Sachen auch erklären, also einfach nur als Präsentationsweise. Das könnte man dann nicht machen, dass Pferde Fahrräder sind mit einem Cycle-Pack. Wir müssen ja noch um diesen Kreisverkehr Häuser rumbauen. Ich habe da ja schon mal was hingebaut. Manchmal sind es halt diese Herausforderungen im Team, die man dann halt meistern muss und darin irgendwie lernt, sich gut zu organisieren. Und da das ja auch im Fokus auf diese Technik ist, würde ich denken, dass wir auch noch so mehr erklären müssen, was wir damit erreichen wollen. Ja gut. Mit der Digitalisierung und der gleichzeitigen Verfügbarkeit von Informationen ist es natürlich möglich, sich in ganz unterschiedlichem Tempo sehr unterschiedlich tief weiterzubilden. Leute werden dermaßen gut befähigt, seitdem alles so gut zugänglich ist, was vorher nach geheimem Wissen von hohen Experten aussah, das ist jetzt relativ niederschwellig zu erlangen. Und das sorgt ja auch für eine andere Selbstverständnis, wenn man sich regelmäßig informell an Dinge herantraut. Wenn ich die Digitalisierung oder auch gewisse digitale Probleme an Schulen habe, dann habe ich da unten Experten, die, ich sage mal ganz bewusst unten, altersmäßig, die kennen sich top aus.
die würden mir innerhalb von einer halben Minute den Beamer anschließen oder so. Ich mache mir ein ganz marginales Problem. Aber ich habe da Experten sitzen. Ich muss die Leute wachsen lassen und auch den Raum geben. Und den sollte auch letztendlich die Schule dadurch geben, dass der Lehrer die Chance hat zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und weise nur noch an. Und dafür braucht er natürlich auch den Freiraum zeitlich, überhaupt nicht die ganze Zeit nur Stoff vermitteln zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Menschen, höre ihn zu, lerne ihn kennen. Dann finden wir gemeinsam auch raus, was du gerne erreichen möchtest, wohin du willst, und ich helfe dir dabei. Und das ist eine unheimlich tolle Chance, auch diesen Job als Lehrer, weil das ist eigentlich, das ist derjenige, der die Zukunft von einem selber fast mehr gestaltet, als die Eltern es können. Die Lehrer haben die Chance, die Zukunft mitzugestalten. Und wenn ich das als Chance habe, das ist fantastisch als Job. Meine Rolle im Global Goods Projekt Talk würde ich so beschreiben, dass ich mich selber nicht als Lehrerin sehe und auch nicht wahrnehme, weil ich nur die Rahmenbedingungen schaffe. Das heißt, irgendwie den Raum, ich besorge Material, wenn das gewünscht ist. Aber vor allem sehe ich mich als beratende Person. Es ist eine neue Herausforderung für Lehrer, aber bietet auch die Chance, den anderen Fachunterricht natürlich mit zu beeinflussen. Wenn Lehrer merken, das klappt, ist die Hoffnung, dass das dann vielleicht auch in vielen anderen Formaten übernommen wird. Das in der Mitte soll eher so ein Park sein, sozusagen. Da muss noch Pflanzen dran und so. Also modernes Wohnen heißt für euch, dass auf jeden Fall da Pflanzen irgendwie im Zentrum stehen und dass das wichtig ist. Am Start des Projekts hatten wir viel Schwierigkeiten in Sachen den Server aufsetzen, weil wir alle zusammen in dieser Welt bauen. Und das war am Anfang ziemlich eine Herausforderung, was wir jetzt gelernt haben, das besser zu machen. Zum Beispiel, dass man auch Autos dort hinstellen könnte oder Fahrräder und sowas. Mhm. Und dazu muss man halt einen Mod drauf installieren und das hat nur funktioniert. Was ist ein Mod? Ja, Mod dieses ist zum Beispiel, dass du, normalerweise würde es keine Fahrräder im Spiel geben mit einer Mod, was dann jemand erstellt hat, also programmiert und dann noch Grafiken und sowas dazu gemacht hat. Total. Richtig gut. Dann seid ihr einfach das nächste Mal wieder zu Hause. Ich schreibe euch das wieder ein und dann braucht ihr auch gar nicht irgendwie am Anfang hier sein. So, und jetzt sind wir im Schulversuch Hybrid und wollen das nun also ausprobieren. Lernen zu Hause und hier in der Schule, wie man das gut vernetzt. Und dann müssen wir ein neues Unterrichtskonzept uns erarbeiten und so weiter. Also da muss man ziemlich klar denken, was wir jetzt als erste Schritte angehen. Ja. Lernen in der Kultur der Digitalität bedeutet für mich vernetztes Lernen. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche Probleme lösen müssen und können. Und dazu brauchen sie natürlich die Kompetenzen der Fächer. Aber wir können nicht darauf warten, dass alle Lehrkräfte fortgebildet sind. Wir können nicht darauf warten, dass alle Schulen perfekt ausgerüstet sind. Wir müssen hier und jetzt loslegen. Und dann müssen Lehrkräfte und Schulleitungen, aber auch Eltern zu Hause diesen Staffelstab eigentlich übernehmen und sagen, ich lerne gemeinsam mit meinen Kindern. Schule der Zukunft ist nicht der eine Ort, das Gebäude, in dem Lernen stattfindet, sondern wir haben die Chance, Lernen digital, hybrid, vernetzt und auch als regionales Ökosystem zu verstehen. Warum nicht andere Akteure einbinden und gemeinsam Lernen als Prozess verstehen? Ja. Also, wir waren ja viel draußen, haben ja Pflanzenkunde auch gemacht. Und ich habe gedacht, wir kümmern uns heute um das Kraftwerk Pflanze, denn das ist extrem wichtig, dass die Schüler auch das verstehen, was die Pflanze so ausmacht, dass es eigentlich ein Kraftwerk ist, dass da unheimlich viel Energie drin steckt. Aber dass Energie fließen kann, braucht es bestimmte Bedingungen. Ich habe euch einen Stundenprotokollbogen mitgebracht, ein kleiner Forscherbogen. Die wichtigsten Dinge zur Photosynthese. Okay, gut, also, und dann können wir los. Themenorientiertes Arbeiten, kurz TEA, ist für uns ein neues Fach. Man braucht unbedingt irgendwelche kreativen Formen von Unterricht, um das Problem mit ChatGPT oder diese klassischen Referatsthemen, die einem jetzt fertig ausgespuckt werden, so ein bisschen zu umgehen. Und das versuchen wir jetzt bereits ein bisschen einzutrainieren. Das sind wir allerdings auch noch am entwickeln. In der Schule fokussieren wir auf die Technologie. Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt diesen Begriff der Tablet-Klasse.
Wir haben früher nicht gesagt, Bücherklasse oder Atlasklasse oder Radiergummiklasse oder keine Ahnung was. Ja, sondern aber bei den Tablets machen wir es irgendwie, bei den digitalen Geräten. Das heißt, wir fokussieren ganz stark auf Technologien und reduzieren eigentlich die Veränderungsprozesse auf eine, ich will fast sagen, Oberflächenstruktur, die nach außen hin, wenn ich von außen drauf blicke, sehr digital aussieht, weil dort sitzen Schülerinnen und Schüler, die digitale Geräte nutzen. Aber sie verändern ihre kulturellen Praktiken nicht. Und letztendlich ist es so, dass alleine, wenn ich diesen Begriff des mobilen Lernens beispielsweise dann verwende, dass Lernen mobil sein kann und auch mobil werden kann. Heißt also, ich muss nicht mehr in einem Raum sein. Soll man dich gleich sehen oder willst du erst ins Bild laufen? Du kommst doch von der Schulter zuerst. Also immer ein paar Abschnitte, weißt du, immer so kleine Abschnitte. Also in der Regel starten unsere Schülerinnen und Schüler ja mit einem Medienbasiskurs bei uns in der 5. und 6. Klasse. So setzen wir halt peu à peu unseren Medienkurs Bausteine so zusammen, so dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich gar nicht merken, dass sie jetzt gerade Medienbildung haben. Nicht im Bild stehen, du kommst von der Seite. Okay. Und los. Oh, ich check das einfach nicht. Ey, hört man uns überhaupt? Wollt ihr euch vielleicht hinsetzen? Es ist auch ultra spannend zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler ganz andere Mechanismen benutzen und auf ganz, ganz andere Wege kommen, die durchaus aber auch interessant sind. Man braucht also als Lehrer auch Offenheit zu sagen, ich lasse sie mal gehen, ich lasse sie auch gerne mal scheitern, damit sie selber merken, dass etwas nicht funktioniert. Wir machen mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann gucken wir mal alle auf das, was wir haben. Die Kolleginnen in Schule erleben, wie anders auch Unterricht sein kann oder das Lernen und merken auch, dass diese Rolle ganz tolle neue Möglichkeiten gibt. Also heißt nicht, dass Inhalt nicht mehr wichtig ist oder das Fachliche, das Wissensvermittlung ist immer noch ein wichtiger Bestandteil, aber dass ich auf einmal da mehr loslassen kann, den einzelnen Schülerinnen und Schüler in diesem inhaltlichen Lernerfolg zu begleiten, sondern viel mehr Raum in die Beziehung zu gehen und mit dem Schüler, mit den lernenden Personen den Lernkontext zu reflektieren, den Lernprozess. Jetzt sieht man genau das Dilemma, was wir an den Schulen eigentlich haben. Kreativität. Zentrale Zukunftskompetenz ist keine Eigenschaft von einem technischen Gerät, sondern es ist ein kultureller Prozess, es ist ein kultureller Ablauf. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und für mich ist eben das Lernen in der Kultur der Digitalität ein Lernen, das geprägt ist von Partizipation, von Co-Kreation, von Aushandlungsprozessen, vom Arbeiten an realen Problemstellungen. All die Dinge, die letztendlich in unserer Gesellschaft auch passieren. Und das ist aber etwas, das natürlich, wenn ich es im schulischen Kontext betrachte, ein ganz anderes Verständnis von der Lernprozessen erfordert. Eben weg von einem hohen Anteil an Instruktionen, sondern eher die Freiheit auszuhandeln, zu arbeiten, gemeinsam projektartig Dinge zu entwickeln, aktiv zu werden, zu handeln. Und das ist für mich das Lernen in der Kultur der Digitalität. Jeder Schüler hier hat eine sehr wichtige Rolle und ich finde es sehr schön, wie die Lehrer auch damit umgehen, dass jeder sich hier besonders fühlt. Aber ich habe auch gelernt, dass man mit Team arbeitet. Also wirklich, das habe ich am meisten dort gelernt in diesem Fach, dass man oft besser als Team arbeiten sollte, als alleine dazustehen. In so einem Prozess kann man denn auch sagen, wir müssen nicht mehr an das starre Gerüst von gestern bleiben. Wir müssen Mut haben, neue Wege zu gehen. Lehrkräfte und SchülerInnen müssen gemeinsam lernen. Wir haben Ewigkeiten gebraucht. Für nichts? Für 1:30 oder so? 1:30 Nein, Information ist gut genug. Qualität. Ja. Es geht über Quantität. Genau. Wenn die Kinder verstehen, dann ist egal, wie lange es dauert. Ja. Sie konnten sich jetzt relativ frei ihren Content überlegen. Da fließen viele Einflüsse auch von ihren Tätigkeiten zu Hause, von TikTok mit ein. Und das muss man versuchen, irgendwie zu kanalisieren, dass am Schluss tatsächlich auch vielleicht der Bildungsinhalt im Vordergrund steht. Aber sie nehmen da sehr, sehr viele kreative Ideen natürlich aus ihrer Umwelt, aus dem, wie sie ja Medien auch vielleicht auch zu Hause leben, mit. Wir gucken uns tatsächlich sehr viel den Prozess an. Wie kommen sie zu dem Ergebnis? Den kann ich auch wunderbar bemessen. Und ich kann das Endergebnis ebenfalls anschauen und ich kann es ebenfalls bewerten. Dazu brauche ich nicht unbedingt den klassischen Lernnachweis. Mit den Schülern, die wir auch haben, die so heterogen sind, da reicht vielleicht einfach auch nicht mehr nur der eine Lernnachweis, sondern sie haben alle ihre unterschiedlichen Kompetenzen. Und wenn einfach jemand da ist, der Probleme hat mit dem Schreiben, dann heißt es nicht, dass er eigentlich die Inhalte nicht verstanden hat, sondern er kriegt sie nicht aufs Blatt projiziert. Es kann aber sein, dass er die Inhalte in einem Erklärvideo
wunderbar darlegen kann, um da seine Chancen zu zeigen. Und ich glaube, diesen Blumenstrauß machen wir den Schülern hier ganz klar auf. Dann alles einpacken. Falls noch irgendwo ein Zettel rumfliegt, mir einfach geben, damit wir das geben können. Und bitte denkt morgen an die Rückmeldezettel. Das wäre ganz wichtig. Die liegen noch oben aus. Wenn irgendeiner fehlt, noch mal vorbeikommen. Ich frage meine Schüler morgen, wie hilfreich sie eure Videos fanden. Und ihr kriegt dann das Feedback. Die müssen es dann aufschreiben, dann noch mal zurück. Und dann habt ihr die Möglichkeit, es noch mal nachzugestalten. Was braucht es für das Lernen in der Kultur der Digitalität? Da kann man ja auf der einen Seite anfangen zu sagen, naja, wir brauchen multiprofessionelle Teams, wir brauchen Support vor Ort in der Schule, wir brauchen ausreichende Endgeräte, wir brauchen natürlich ein WLAN, was überall funktioniert und leistungsfähig ist und. Aber wir dürfen nicht an der Basis in jeder Einzeleinrichtung, egal ob Schule, Kindereinrichtung oder Jugendarbeit, Jugendclub, dürfen wir nicht sagen, wir können erst anfangen, wenn das Katalog mit Anforderungen erfüllt ist. Die ganzen digitalen Kompetenzen sind jetzt natürlich in und wichtig und müssen wir uns erwerben. Das haben wir vor 15 Jahren, vor 20 Jahren nicht voraussehen können. Und wer weiß, welche Innovationen weiterhin kommen. ChatGPT ist in der Welt. Wir wissen alle noch nicht, was das verändert. Also wir müssen lebenslange Lerner werden, aber nicht als neue Leidensgeschichte oder Verlängerin der schulischen Leidensgeschichten, sondern in einer Art und Weise, dass wir das problemlos hinbekommen. Es geht nicht darum, alte analoge Prozesse zu digitalisieren, auch den Lernprozess nicht, sondern Digitalität als Chance zu verstehen, auch grundsätzlich das neu zu denken. Digitalität bedeutet, dass wir anfangen, uns permanent damit zu beschäftigen, wie können wir Lernräume über Digitalität verbessern, anreichern und Schule zu öffnen. Da liegen die Chancen und deswegen müssen wir auf nichts warten und es hört auch nicht auf, wenn wir alle Schulen mit irgendwelchen iPads ausgestattet haben.